Herzlich willkommen, hier ist eurer Möpseflohn. Heute mal wieder zu einem ganz speziellen Video. Heute stelle ich euch eine ganz neue Ameisenart vor, nämlich die Formica sanguinea. Und ja, diese Ameisenkolonie habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten. Die habe ich von irgendjemandem bekommen. Und ja, die haben sich bei mir jetzt auch richtig prächtig entwickelt. Und in dieser Arena habe ich jetzt eigentlich nichts außer das hier, ein Reagenzglas und eine Futtertränke, also einen Futternapf. Ja, ans Wasser gehen sie eigentlich selten, deswegen fütter ich sie immer, gebe ich den Trinken immer übers Nest jeden Tag, mindestens einmal oder so, feuchte ich das Nest halt und ja. Ich habe den von Midwon gegeben und gerade eben erst Zuckerlösung in den Futternapf gegeben. Und ja, ich würde mal sagen, dann schauen wir uns mal das Nest an. Und ja. Ich habe die Arena mit dem Nest über einen Meter Schlauch, 1,5 Meter Schlauch verbunden. Und eigentlich habe ich immer das Teil hier davor stehen, weil das immer umkippt, wenn man die Tür öffnet, die daneben ist. Also, hier ist eine Tür. Und da so. Und ich kann ja mal aufmachen. Und das Teil vielleicht auch weglegen. Wie ihr seht, ist das Nest. Eigentlich halten sie sich immer hier in dieser Ecke auf. Gerade aber nicht. Jetzt sind sie hier. Ja, hier sind sie nämlich gar nicht, weil hier die Heizmatte drunter liegt und hier dann meist auch der feuchteste Teil ist. Also von der Luftfeuchtigkeit am höchsten. Ja, dann ich befeuchte immer hier über dieses kleine Loch und dann schießt es bis circa hier oben hin. So, das Wasser und dann haben die drei Kammern immer Wasser. Und ja, gerade sind oben keine Ameisen. Wäre jetzt aber auch ein Wunder gewesen, nee, Spaß. Und ja, wie gesagt, sie haben eine Königin, Formica sanguinea. Und kommen wir mal zu der speziellen Sache von Formica sanguinea. Auf jeden Fall, die Königin gründet in anderen Ameisenkolonien, zum Beispiel Formica fusca. Und später macht die Kolonie dann Raubzüge mit Formica sanguinea Arbeiterin. Das heißt, dass diese Formica sanguinea Arbeiter oder insgesamt die ganze Kolonie dann ein Formica fusca Nest überfällt und diese Formica und sich dann die ganze Brut nehmen, also nur die Kokon, also Puppen, nur die Puppen und sehr frisch geschlüpfte Arbeiter vielleicht noch. Ja, die Königin hat eine sehr schöne Färbung und ich müsste sie mal finden. Ich hab sie. Die Okte. Die Königin hat eine sehr schöne Färbung und in dieser Kolonie sind schätzungsweise so rund um die 100 Arbeiter. Ja. Die Kolonie hat jetzt zwar noch bei mir keine Winterruhe gehabt, da ich sie erst, glaube ich, Mai oder so Mai bekommen habe rum. Und ja. Ja, sie haben von mir auch mal Tannennadeln bekommen. Aber damit haben sie halt nur die Wände zugekleistert, wie ihr seht. Hier haben sie halt nur immer so ganz kleine Eingänge zugemacht. Ja, die Heizmatte habe ich eigentlich die ganze Zeit an. Und ja. Dann schauen wir mal wieder in die Arena.
Hunde schlürfen bei mir auch sehr fleißig Zuckerlösung, aber wie gesagt, an die Wasserspende gehen sie nicht so ran. Ich will meine Kamera nicht scharf stellen. So. Schon wieder den Scherz. So, auf jeden Fall, die Kolonie geht sehr gerne als Zucker, an die Zuckerlösung und auch an Mehlwürmer. Den Mehlwurm haben sie anscheinend schon weggetragen. Und es sind eigentlich immer nur mehr, es sind immer mehr als 3 Arbeiter da, aber gerade nicht. Sonst stehen die eigentlich bei mir neben den Mimikarubra. Und ja. Damit würde ich sagen, das war's dann wieder für dieses Video und ciao, Leute!